Ja, der Lenovo ThinkPad E490, super schönes Gerät. Hat dann den Netzbuchse gekommen, das ist das original Netzteil hier. Echt kaum zu glauben. Ich hoffe, die Kamera kann das scharf erfassen hier. Aber vielleicht auch nicht. Ah, ja, wie kriege ich das hin? Ich werde schon mal vielleicht reinfummeln hier. In den Stecker. Ah, ne, kriegt man nicht hin. Dafür ist die Kamera nicht geeignet. In den Stecker kann man vielleicht schauen und sehen. Vielleicht sieht man jetzt was. Einfach die Kontakte, diese Mikropinzetten. Da hat es gequalmt. Also das Teil kann man jetzt nicht mehr benutzen. Und das gleiche gilt hier auch an der Buchse. Ne? Da braucht man eine neue Buchse. Da kommt man nicht drüber weg. Ist die Frage klar, ob das hier bei 65 Watt, ja, es geht schon was durch, diese Kontakte geeignet sind. Ne? Man kann sehen, drinnen sind richtig schwarz. Also wenn man jetzt eine neue Buchse, neue Netzteil kauft, kommt man nicht lange gut damit, da die Kontakte hier einfach beschädigt sind. Und dort, wo viel Strom fließt oder wenn Akku geladen wird und mehr von Rechner verlangt wird, dann wird ja, der neue Stecker, neue Netzteil auch kaputt gehen. Also es bleibt nur eine übrig. Erstmal zerlegen, schauen, wie es innen drin aussieht, wie man die Buchse tauschen kann. Ein neues Board wird richtig teuer sein, also muss man irgendwie die Buchse ersetzen. Hier versuche ich mit der Kamera zu erfassen, damit man sieht, wie die Buchse aussieht. Ja, genau dort ist der. Ist ganz schwer bei der Vergrößerung. Da ist ja genau dort, ne? Also es macht ja keinen Sinn. Ja, ist völlig fertig. Der Träger. Ah, jetzt klingelt hier. Ich muss eine Pause einlegen. So, jetzt kann man in der Buchse sehen, das Ausmaß der Zerstörung dort. Und warum man ein neues Netzteil nichts bringen wird und gleichzeitig sich Fragen stellen, ob wirklich diese USB-Buchsen als Ladebuchsen geeignet sind. Ja, das ist sehr schlecht. Okay. Ja, und heute habe ich jetzt die Buchse bekommen. Ich hoffe, es passt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier wahrnehmen kann, wie klein die Kontakte sind. Ups, das darf ja gar nichts kaputt gehen. So vorsichtig damit umgehen. Und hier ist die alte, das haben wir auch schon gezeigt. Und jetzt muss sie ausgetauscht werden. Also Board ausbauen, komplett. Sehr vorsichtig. Klar, Akku raus zuerst. Dann alle Kontakte, Leitungen. Nichts verbiegen hier. Ja. Okay, erstmal Board aus. Ja, was vergessen. Wenn man jetzt das Board ausbauen möchte und an die Leitungen hier der Tastatur und der Trackpoint kommen möchte, dann müssen die Tasten hier raus. Also sehr hohe Vorsicht ist geboten. Und weil hier sind eigentlich die zwei Schrauben, die die Tastatur, ja, hält. Also kaum sichtbar. Ja, winzig klein. Und die müssen dann raus, sonst bekommt man die Tastatur nicht nach hinten verschoben, damit man sie rausholen kann. Ja, also warum das so gemacht ist, ja, technisch bedingt wahrscheinlich. Ja, und da muss man die Tastatur noch weit nach hinten. Ups, ich lasse das lieber, weil ich brauche jetzt die zweite Hand dazu. Ich möchte die Tastatur nicht zerkratzen. Ja, wie man gut sehen kann, ach hier, das Schräubchen ist noch nicht raus. Oder doch. Okay, ich mache jetzt mit beiden Händen. Ich habe jetzt gezeigt, wo die Schrauben sind. Ja, und hier so ist das Board, ist raus. Dann lasse ich alles so, wie es ist hier.
So, dann gehen wir auf die Seite. Und dann hier, wo die Lötstelle sein sollte, sieht man gar nichts. Ne? Also ist auch normal, weil ja, jetzt werden sich viele Fragen stellen, wie kriegt man das raus? Ich werde es komplett überlöten und abziehen. Zuerst gucken, die Buchse passt. Mechanisch ist genau die richtige. Also an die Arbeit. Überlöten alles komplett und rausziehen. Das ist hart gelötet, also muss man sehr, sehr vorsichtig damit sein. Besser, wenn man sich nicht damit auskennt, restliche Sachen kleben, damit kein Lötzinn irgendwo überspringt. Ansonsten hat man echt ein Problem anschließend. Die kleinen Kugelchen können sich hier an einer der Prozessoren verkanten und ja, die spritzt ja so quasi. Ne? Und dann hat man ein großes Problem, wenn man einen Kurzschluss verursacht hat. Auch hier die Bereitschaft und Power-LED und Lade-LED nicht beschädigen, nicht überhitzen und daran denken, dass auf die andere Seite auch Komponenten sind, die durch die Hitze kaputt gehen können. Selbstverständlich ESD sichern. Ich habe so eine Gummimatte hier, ist sehr gut und trage auch Baumwolle-Klamotten, damit entsprechend keine ja, Funken entstehen können. So, ich habe die Buchse, geht sofort raus. Wie man sehen kann, überlötet. Ich lasse die Kamera nicht laufen, weil kann mich irgendwie nicht so gut konzentrieren. Jetzt muss ich alle Lötpunkte hier freimachen. Also, ja, so dass man die Pins hier durch die Platine wieder reinstecken kann. Und das ist die andere Seite hier. So, also wie man sehen kann, ich habe ein bisschen Paketband. Ja, sollte schon ein bisschen hitzebeständig erstmal probieren, nicht dass nachher schmelzt und den ganzen Klebstoff hat man hier und diese Klebstoffe sind nicht dafür geeignet und können Überleitungen entsprechend verursachen oder die Platten oder Komponenten verätzen durch die Weichmacher, die sie beinhaltet. Einfach das, was man dazu braucht, nichts anderes. Also was ich gebraucht habe, so ein Lötkolben mit so einer Spitze, ein bisschen Fluxmittel, damit der Lötzinn hier nachgelötet, eingesaugt, immer mal wieder. Und man kann sehen, dass ja eine einfache Entlötlitze. Ja, und da sind die jetzt die ja, die freien Lötpunkte. Hoffe ich. Sieht so gut aus, also keine Schäden. Ich muss natürlich mal unter dem Mikroskop anschauen, ob alles okay ist. Aber so in etwa sieht das aus. Jetzt möchte ich eine neue Buchse einsetzen. Und dann mit einer anderen Spitze fein verlöten hier. Das geht ja, ja ziemlich gut. Ja, wenn man jetzt die neue Buchse einsetzt, dann irgendwie so ein kleiner Spannungsdruck auf die untere Seite aufbauen, nicht dass sie rausrutscht beim Löten. Das wäre tragisch. Ja, also hier ist schon ein bisschen ja, Feingefühl angesagt. Ich löte zuerst, ist klar, die Halterungen. Und dann mache ich mir hier unter den Lupe Mikroskop und löte die Pünktchen, ja, die Kontakte ein nach dem anderen an. Ja, dann gibt es ja weiter nichts zu sagen. Muss ich das zusammenbauen, entsprechend Elektronik reinigen, Lüfter hier reinigen und dann testen wir das Ganze. Ja, und jetzt muss ich mal nachschauen. Also, ich habe das mit dieser Spitze gelötet. Und, ja. Das läuft ja wie folgt. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Platz ist oder die Kamera. Ist schon ein bisschen. Also, so geht man ran, quasi mit so einer Spitze hier. Und dann lötet man die Punkte. Und dann, ja, sieht man, was passiert jetzt. Ich sehe direkt dort ein, weil ich mich nicht konzentrieren und an dem Board wackeln. Ja, möchte aber trotzdem filmen. Für mich wäre kein Problem, wenn hier eine Überleitung entsteht, weil ich mache sowieso nachher eine Sichtprüfung mit der Kamera. Das zeige ich nochmal hier. Ja, ich wollte nochmal zeigen, mit welcher Spitze man sowas lösen kann. Vielleicht lass einfach den Video laufen. Das ist wie immer krass bei mir. Meine Kamera jetzt, also auch nichts Besonderes.
schauen wir uns das an, ob wir alles gut erwischt haben. Ja, muss ich aufpassen, hier sind die Lötkolben überall an. So, nee, da brauchen wir noch mehr. Das Ganze ein bisschen ganz Chaos aufräumen hier. So, jetzt reicht das. Okay, jetzt schaue ich mir. Da muss man jetzt mal sehen. Es ist überbelichtet. So, in etwa. Jetzt kann man das. So, also, das sind die Lötpunkte. Die dürfen keinen Kontakt zueinander haben. Ja, ich müsste mal hier zum Beispiel ein bisschen der Fluxmittel reinigen. So sehen die aus. Die dürfen natürlich auch in der Tiefe. Die Öse muss in Klartext sich mit Lötzinn füllen. Also auffüllen, das Zeug soll ja reinschmelzen, also nicht nur Oberflächekontakt, sondern tiefe Kontakt liefern. Ich wische aber erstmal den Fluxmittel hier weg und dann mache ich nochmal wieder. So, ich habe das jetzt gewichtet. Ja, wo sind die Kontakte? Also hier sind sie. Ne? Man soll ja genau hinschauen, dass auch drunter kein einziger ganz dünn gezogene Lötzinnfaden entsteht beim Löten, ansonsten ist ganz schlecht. Ja, also genau solche Teile hier, das ist glaube ich war mal eine bessere Kamera. Ja, hier, wo so eng ist, die Platine verläuft auch sehr eng. Ja, man kann ja hier sehen zum Beispiel so eine kleine feine Spitze. Aber das stört nicht, da kein. Das kann ja auch in 3D sein, dass zum Beispiel ein bisschen nach oben kommt. Ja, also so sieht das aus. Bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis, vor allem wenn man. Ich löte mit wirklich nichts anderes, außer mit dem Zeug hier. Keine Ahnung. Na, und ein Weller, der irgendwo quasi aus dem Elektroschrott ausgepickt ist. Ja, und auf die Seite sieht ja so aus, also genauso wie er sein sollte. Dann bin ich hier sehr zufrieden. Und ja, jetzt baue ich meine Platine ein. Das ist mein Chaos hier quasi. Und dann schauen wir nach, ob das alles funktioniert. Ja, Aufwand ist klar. Relativ hoch, auch für mich, aber wie auch immer, keine Ahnung, die Erfahrung oder sowas, ne? Alles zusammengebaut, bis auf den Deckel, ganz zum Schluss die Batterie angeschlossen, RTS, und dann der Akku, alle Schrauben, alles in Position, ja, Main und AUX, sie markiert, nicht nach die Farbe gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und alles soll so verlegt sein, wie es war. Okay. Das Netzteil habe ich schon mal gezeigt. Niemals verwenden, also nicht in Versuchung kommen, nochmal so ein geschmorter Stecker. Ansonsten ist schnell vorbei mit der Buchse. Hier habe ich ein anderes Netzteil, andere Bauart, aber gleiche Typ. Und den schließe ich jetzt mal ein. Man soll auf jeden Fall aber original Netzteil verwenden. Mal schauen, was passiert jetzt. Und sieh mal an, die Lämpchen leuchtet. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und der Verbrauch, Akku wird geladen. Ja, das ist mein Netzteil. Das macht natürlich Spaß jetzt. Ja, ich muss mal den Draht mal. Um zu sehen, ob jetzt das Gerät, der geht schon hier automatisch, ach, der blinkt ja irgendwas, die Tastatur, wahrscheinlich macht er einen Neustart, muss man auf jeden Fall warten,
Mal sehen, was passiert. Das kann eine Weile dauern. Ja, das Display ist nicht an. Jetzt hat es kurz geblitzt und jetzt kommt Lenovo. Also keine Panik. Ja, wird irgendwie hier CMOS und so weiter. Deswegen dauert beim ersten Mal, nachdem man alles abgetrennt hat. Ich stelle den jetzt nicht so, nicht, dass irgendwo was hier und Kurzschluss macht. Also hier sagt er Datum und Systembett und bla bla bla. Möchte schon Escape, mache ich natürlich hier Escape. Der Rest interessiert mich nicht, dann kann man später einstellen, Datum, Uhrzeit und so weiter. Möchte nur sehen, ob jetzt das Gerät anspringt. Ah ne, der möchte unbedingt F1 to Setup. Also muss man einstellen. Oder man hätte nochmal Escape drücken. Dann geht man hier in klassische BIOS. Und die Datum, ja, gut informiert wieder. Ich glaube, heute ist der 9. Wozu habe ich ein Uhr? Wie immer. Der Format kann 02. Ich muss mal gucken. 09. 2001. Das Gerät ist gar nicht so alt. Uhrzeit ist irgendwas 12 Uhr 03 und dann geht man auf Restart, Exit, Saving, Changing und so weiter. Und jetzt warten wir einfach und mal sehen, ob der jetzt von der Festplatte zugreift, und natürlich macht er das. Und dann schauen wir uns, was passiert, ob der angezeigt wird. Aber das sagt mir schon hier, dass der Akku geladen wird. Das bedeutet, die Buchse funktioniert, also die Kontakte dort und so weiter. Ich mache natürlich noch einen Test, um zu sehen, ob ein Wärmefehler ist durch eine schlecht gelötete Kontakt. Ja, das kann sein, wenn das die Hülse ist zum Beispiel, dass er nicht tief reingeht. Na, und hier wird gezeigt, so, ich brauche die Lupe dazu. Ja, es ist kaum sichtbar, dass der Akku geladen wird. Ja, weiß nicht, schon mal das Symbol jetzt erkennen kann. Aber das ist mir erstmal sehr gut. Okay, ich werde auf jeden Fall herunterfahren. Trotzdem, das lässt man einfach so laufen. Ja, habe ich auf den Stromträger gestützt, damit der Kühlschrank schon, dann beobachtet mal hier den Verbrauch. Das Gerät ist noch an. Nein, der will sich nicht abschalten, doch jetzt schaltet sich ab. Und da geht von 40. Der ist noch an, der geht aus. Ja, der verbraucht ja so wenig Strom, das ist ja klasse. Oder ist noch im warmen Zustand, der arbeitet nur. Ne, Tatsache. Das leuchtet, das ist gut. Den Stecker rausziehen. Ja, es geht ja sehr schwer, weil das neu ist. Das ist gut, also nicht verkanten, niemals so, sondern perfekt richtig durchstecken und dann. Ja, 40. Ich mache nochmal an hier. So, eingeschaltet. Ja, der geht jetzt weniger auf Akkuaufladung, weil er tief entladen ist, sonst auf die Leistung des Gerätes. Ich muss mal auf jeden Fall, er lädt jetzt nicht. Der schaltet von Ladung auf Funktionalität, weil das Netzteil, mein Netzteil, nicht die Leistung aufbringt. Und deswegen müsste ich erstmal das Gerät ein bisschen aufladen lassen. Mit einem Original, das sind 45 Watt und er braucht einen 65 Watt. Und ist klar, dass die Leistung hier an dem Buchse erkannt wird. Und Priority hat natürlich, nach der Priority List ist, dass das Gerät funktioniert. Und zweitens, dass der Akku geladen wird. Ja, das sind ja
andere komplexe Schaltungen, die möchte ich jetzt aber nicht alle angehen. Okay, ich freue mich, die Reparatur hat geklappt, vielleicht nutzt das jemand.